Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Und zwar ist mal wieder Apothekenbox-Zeit, denn Medikamente per Klick hat wieder ihre limitierte Apothekenbox rausgebracht, die Medikamente per Klick Beautybox Frühjahrsedition. Hier haben wir die und die ist wieder schön schwer. Sieht auch wieder sehr schön aus mit diesem Blumenmuster. Passt auf jeden Fall zum Frühjahr, auch wenn es fast schon wieder Sommer ist. Und wir gucken mal rein. Das erste Produkt war außerhalb der Box. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es ein zusätzliches Item ist oder ob es nicht mehr reingepasst hat. Das kann ich noch nicht sagen. Aber das war auf jeden Fall von Ladival ein Sonnenschutz fürs Gesicht 50+, sehr hoch. Die Apothekenbox, also die Medikamente per Klickbox, kostet übrigens 12,95 €, ne? So. Wir gucken jetzt hier einmal rein. So sieht es von innen aus. Also ich würde jetzt sagen, das ist ein zusätzliches Item, weil reingepasst hätte die auf jeden Fall noch. Hier ist das Heft dazu. Da gucken wir noch nicht rein, denn hier stehen die ganzen Produkte drin, die mit dabei sind. Dann haben wir hier ein paar Flyer, die übergehen wir jetzt auch einmal und gucken einmal, was hier jetzt drin ist. Wir haben hier von Kneipp Naturkind und da wird sich mein kleiner Emil drüber freuen, denn der mag das gerne. Ein Badezusatz, beziehungsweise sind das zwei einzelne Kammern und zwar Milchstraße, Schaum und Cremebad. Das heißt, in dem einen Fach ist dann das Schaumbad, in den anderen ist das Cremebad. Da kann man entweder beides zusammen reinmachen oder man nutzt das einzeln. Ich würde es aber, glaube ich, gemeinsam machen, weil man kann die hier nicht auseinanderreißen. Höchstens auseinanderschneiden. Aber auf jeden Fall schon mal ein Badezusatz, das finde ich immer gut. Das benutzen wir gerne. So, als nächstes haben wir von La Vera Naturkosmetik einen Lippenbalsam sensitiv mit Bio-Jojobaöl und Bio-Mandelöl. Da, im Sommer natürlich auch sehr wichtig, also im Sommer sowie im Winter, ist Lippenpflege sehr wichtig. Im Sommer mache ich allerdings tatsächlich direkt Sonnencreme. Es gibt ja hier so Sonnencreme-Lippenpflegestifte, mache ich direkt drauf und im Winter nehme ich dann eher sowas hier. Dann ist hier eine Probe drinne von Neutrogena Hydro Boost. Okay. Dann ist hier was Großes drinne. Oh, und von Dermacell. Und von Dermacell haben wir in diesen Apothekenboxen öfters mal was drinne. Und zwar die Duschbäder von denen. Und das ist jetzt eine Limited Edition mit dem Namen Blütentraum. Es ist eine Cremedusche mit Kirschblütengeruch. Und bei Dermacell sind halt in dem Duschbädern immer tote Meersalze mit drin. Oh, das riecht wieder richtig gut. Das riecht wieder richtig, richtig gut. Da hätten wir das. So, was haben wir hier als nächstes? Oh, ein Produkt von La Mer. Und La Mer ist eine recht preisintensive Marke. Und zwar ist es ein Ultra Hydro Booster Beautiful Lashes, ein Wimpernserum. Okay, das ist jetzt hier in so einer kleinen Packung. Ich weiß nicht, ob das die Originalpackung ist oder ob das nur eine Probe ist. Aber La Mer ist recht teuer. Hier in so ein kleines Fläschchen ist das. Und da hat man so ein ganz feines Applikatorchen. Und das muss man sich dann immer hier so drüber machen. Und das soll die Wimpern, das Wimpernvolumen auf jeden Fall verstärken. Bin ich gespannt, werde ich mal ausprobieren. Hier steht, das Serum einmal täglich abends 2 mm über den oberen und unteren Wimpernkranz entlang auftragen und einziehen lassen. Und das soll wohl nach 42 Tagen so ein richtig krasses Ergebnis geben. Okay. Dann haben wir hier eine Feuchtigkeitslotion von CeraVe. Okay, hier steht nicht groß viel dazu. Ich nehme an, das wird eine Art Körperlotion sein. Mal gucken. Kenne ich nicht, kenne die Marke nicht. Lasse ich mich auch überraschen. So, was ist hier? Oh, von NUX. Von NUX Paris, haben wir hier drin ein Micellenwasser, ja. Ein Micellenwasser mit, ich nehme an, das ist Rosenblüte. Hier steht Rary Rose.
Genau. Warum? Ein 3-in-1 beruhigendes Micellenwasser. Entfernt Make-up, reinigt und zart pflegend. Für alle Hauttypen. Und das ist mit Rosenwasser, tatsächlich. Freue ich mich auf jeden Fall. Muss ich auch gleich mal dran riechen. Ja, riecht gut. Rosenwasser. Ich hatte schon Produkte mit Rosenwasser, die waren ein bisschen übertrieben, aber wenn das so wirklich sanft und angenehm nach Rose riecht, finde ich es richtig gut. Freue ich mich. So, was bist du? Ah, okay, das hatten wir, glaube ich, schon mal in irgendeiner Apothekenbox. Ich weiß nicht, ob das auch in der war, aber das habe ich auf jeden Fall schon mal da. Und zwar von Eucerin, der Hyaluron-Filler mit SPF, also Sonnenschutzfaktor 30. Hier diese kleine Dose sozusagen mit einer Creme. Machen wir gleich weiter. Was haben wir hier? Von Freiöl. Ein Figuröl. Okay, strafft und festigt die Silhouette für alle Hauttypen und sensible Haut. Für alle Körperpartien mit Chiaöl, Haferöl, Klatschmohnsamen, weißer Lupine. Reduziert Zellulite. Okay, grundlegend schön. Macht aber leider nicht schlank. Aber interessant, dass es sowas gibt. Mal gucken. Wir machen das auch von unten auf. Okay, die Flaschen von Freiöl sehen halt immer schön aus, ne? Ein Körperöl. Da muss ich mal noch überlegen, ob ich das weitergebe oder ob ich das behalte, weil mit Ölen, da habe ich mich immer so ein bisschen. So, zwei Produkte sind noch drin. Das letzte ist von Sebamed eine feste Dusche. Oh, mit Wasserlilienextrakt. Das finde ich cool, weil Wasserlilie riecht immer super duper gut. Gleich mal dran riechen. Ja, riecht toll. Riecht ganz toll. So ein ganz normaler Duschblock. Sehr angenehm. So, das letzte Produkt ist von Rugar Kosmetik. Und zwar ist das ein Reinigungsöl für normale, trockene und sensible Haut. Mit verschiedenen Pflanzenölen, Vitamin E, Bisabolol und Marigold Flower. Okay. Okay. Ach, hier steht es auch in Deutsch. Wertvolle Pflanzenöle, Vitamin E, Bisabolol und Ringelblumenextrakt. Ohne Silikone, Farbstoffe, Alkohol und Parfüm. 1 bis 2 Pumpstöße des Öls in den Handflächen verteilen oder ein Wattepad nutzen, auf das trockene Gesicht auftragen, sanft einmassieren und mit lauwarmem Wasser abspülen. Okay. Auch da, wie gesagt, mit Ölen habe ich mich immer ein bisschen. Da muss ich gucken. Das ist hier in so einer Pumpflasche. Aber das klingt ja eigentlich erstmal ganz gut, wenn man es wieder abwäscht. Ist ja halt zum Reinigen da. Ja, das war's mit der Box. Waren ja wieder allerhand Sachen drin. Ich gucke jetzt mal kurz hier rein. Der Gesamtwert der Box liegt bei über 60 Euro. Also hier steht es auch nochmal drin. Und ich finde ja, für eine Box von 12,95 Euro ist das schon ein ganz schön cooler Mehrwert, muss ich sagen. Und die Produkte, die hier drin sind, finde ich auch sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen auch das Duschbad, das Micellenwasser und dieses Wimpernserum. Finde ich sehr interessant. Ich glaube aber, das Wimpernserum ist wirklich nur eine Probe, weil hier auf dem Bild sieht man die Originalgröße. Das ist schon größer. Aber Wimpernserien sind grundlegend sehr teuer und vor allen Dingen von La Mer. Und da ist das schon okay, dass da nur eine Probe drin ist, finde ich. Vor allen Dingen für 12,95 Euro, darf man nicht vergessen, ne? Genau. Ja. Dann werden wir mit dem Unboxing durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und ja, wenn es euch gefallen hat, bleibt doch gerne hier mit einem Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Dann macht's mal gut, ihr Lieben. Tschüss, eure Nicole.